Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Falls ich heute etwas verschnupft klingen sollte oder etwas komisch, liegt das daran, dass ich wirklich sozusagen die Nase voll habe. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Wenn nicht, dann bitte ich um Entschuldigung. Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Ich bin ja mittendrin in einer Mission heute früh ausgestiegen. Die will ich natürlich noch fertig durchführen. Dafür müssen wir jetzt hier in der Pyramide weiter eben der Gegnerin, der Hyäne, hinterherjagen. Diese ist sehr stark, denke ich, und es wird bestimmt ein schöner Fight werden. Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Begrabe dich im Sand, du Narr! Oh, Mist! Das muss ich reparieren. Ah, das hat alles keinen Sinn. Dein Sand? Ist sie jetzt raus oder ist sie weiter nur? Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Das ist also eine Fehl. Der Wind frischt auf. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Hier! Geh aus! Der Wind wird stärker. Verdammte Flammen! Nein. Feuer gefangen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Da kommt ein Sandsturm. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Du versuchst das Unmögliche, Ralizet! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Nicht vom Weg abkommen. Scheiße! Du besiegst mich nicht mehr, Jai! Komm und stell dich mir!
vor diesem Ketzer! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Aber gerade noch. War jetzt wieder eine sensationell miserable Leistung, oder? Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein! Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen. Oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Okay. Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Uiuiui. Das war ganz schön bitter. So, wir sind also ein ganzes Stück weitergekommen und wir könnten jetzt natürlich schauen, was uns als nächstes erwartet mit hohen Punkten. Suchen wir doch mal hier. Aber ich glaube, da hatten wir das Problem, dass wir nicht automatisch wussten, wo diese verschiedenen Städten sind oder angezeigt bekommen. Also diese Quest jetzt nicht. Dann 40 ist zu. Die Lügen des Karabäus ist nicht besonders viel. Erstes Blut ist auch nicht besonders hoch. Dann machen wir es doch so, dass wir die Schuppen nach Fayum reißen. In Fayum wiederum haben wir das Problem, dass wir, glaube ich, ziemlich nah an einem der Attentäter sind. Oder auch nicht. Nein, das ist ja nicht Fayum. Fayum. Ah doch, ist Fayum. Hier können wir noch nicht automatisch hinreisen. Da müssen wir noch einen Punkt freischalten. Oder? Gibt es uns irgendeinen Punkt hier in der Gegend?
Nein, also reisen wir nach Siva. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Schaut, dass ihr unbedingt euch die ganzen Schnellreisepunkte freischaltet, bevor ihr so richtig in die Missionen einsteigt, vor allem bevor ihr die Schlange erlegt. Oh. Erwarte Befehle. Was machst du denn da? Achtung, lass mich da! So, jetzt mache ich mal das automatische Reiten. Mal schauen, wie weit er mich bringen wird. Knapp vor den 25. Level. Wir brauchen noch 15, bevor wir endlich ins Kolosseum können. Also ich werde es zwar wahrscheinlich schon mit 37 versuchen, aber ich muss sagen, ich habe es ja schon mal versucht. Und das ist ziemlich, ziemlich heftig. Da eben in der Gladiatorenschule das die Aufnahme zu schaffen. Herr, gebt den Weg frei! Wir kommen jetzt wieder durch dieses heftig belegte Territorium. Ich hoffe, da kommen wir unbeschadet durch. Ich tue mein Bestes. Uiuiui. Soweit zum Pass, zum Navigator. Da war uns eine Palme im Weg. Keiner kommt vorbei! Ich versuche mich jetzt immer ein bisschen mit in die Kurve zu legen, indem ich mit der Maus folge. Dann geht es ein bisschen besser. Also nicht lenken, weil sonst würde das unterbrochen werden. Aber mit der Maus könnt ihr ein bisschen mitgehen, dann lenkt es sich doch besser. Oder er geht besser in die Kurve. An Fayum hatten wir uns schon mal ganz kurz versucht gehabt, haben da aber dann nur, glaube mit Level 28 starke Nilpferde hätten wir besiegen müssen und davon gleich 10 Stück dabei sind uns dann die Pfeile ausgegangen. Und dann habe ich aufgegeben gehabt, weil das einfach keinen Sinn macht, mit gegen solche hohen Level zu kämpfen. Vor allem nicht, wenn es so viele sind. Gegen einen, okay. Das haben wir ja auch schon mit den Assassinen gehabt. Also mit diesen
Kopfgeldjägern, die auf uns angesetzt sind, dass wir die schon höher angegriffen haben. So, jetzt könnte es ein bisschen gefährlich sein. Da ist irgendwo jetzt hier ein Puma unterwegs, der ein bisschen gemeiner ist. Und ich glaube auch irgendwo Banditen. Scheiße! Seht ihr? Du entkommst uns nicht! Was? Ja, scheiß Vogel! Geht auf eure Plätze! Endlich! Schaut, ich hab's euch gesagt. Es könnte etwas gefährlicher werden. Geht's nicht mehr mit der automatischen. Müssen wir ein bisschen selber lenken. Aber der halbe Weg über, die Hälfte ist ja schon geschafft. Der konnte wohl nicht gut reiten. Wow. Na? Entschuldigung. Ich dachte, man wollte mal ausprobieren, ob man sich irgendwie ducken kann. Oh. Nein, das ist Bremsen. Muss ich vielleicht nochmal schauen, ob es das irgendwo, irgendwie gibt. Wow. Ah, noch länger drücken und dann geht's. Mensch, nicht immer. Also nicht nur kurz X drücken, sondern länger X drücken, dann wird es aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den bekommen habe. Ich glaube nicht. Aber ist das nicht toll? Ich denke, etwas Ähnliches können wir auch mit Red Redemption erwarten. Also Red Redemption 2. Sei es, wie die Pferde funktionieren, sei es, wie die Landschaft sich aufbaut. Und auch die Aufträge, sagen wir mal, könnten ein wenig ähnlich werden. Allerdings weiß ich noch nicht, ob oder wie es gedacht ist. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh oh. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. War ja halb so schlimm. So, was ich jetzt allerdings auch noch machen möchte. Oh, haben wir sowieso schon. Freigeschaltet ist hier zum Beispiel auch diesen Punkt dann später freischalten, aber davor liegt die Mission auf dem Weg. Da sehe ich jetzt nichts. Ihr hier. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum.
Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Wow. Ha! Also doch. Okay. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren. Ich bin nur nicht der erste Besucher heute. Kultur für Hotefes. Die Kombination. Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Das Fayum erhebt sich über seine bescheidenen Anfänge. Nach dem Vorbild der griechischen Zivilisation leben Griechen und Ägypter friedlich nebeneinander. Ein Kinderspielzeug. Oh, ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Wohlstand für alle. Durch den Aufkauf von ägyptischem Land und dem Einsatz... Ach, wer macht denn sowas? Was würdest du beschützen? Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Kultur für alle. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hotefres steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Sicherheit für alle! Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer! Ägyptische Elendsviertel werden abgerissen, renoviert, isoliert! Griechische Siedlungen sind sicherer als je zuvor! Sicherheit für alle! Kultur für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft an Klima... Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hotefres ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Das neue Fayum verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen sei Dank. Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Ich weiß, manchmal ist es furchtbar, wie ich laufe. Gehen wir doch mal auf den Herkules hier hoch. Ah, so nicht. Nein! Wieder zu lang. Schon wieder! Was ist denn jetzt los heute? Hörst du jetzt mal auf? Ach, X ist wieder anscheinend gedrückt. Entschuldigung, das war die falsche Taste. Endlich. Also manchmal weiß ich echt nicht. So. Wir sind also jetzt in Fayum. Und dürften eventuell noch immer ein bisschen. Fehlt uns zu 25. Aber die Fortsetzung folgt im nächsten Stream.